Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei der Aktion «Platz da, öffentlicher Raum für alle» werden heute in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Susanne Hanus und vielen freiwilligen Helfern Bushaltestellen verstrickt. Was mit dem auf sich hat und wie die Reaktionen der Passanten sind, das seht ihr genau jetzt. Ja, also es ist eine Kunstaktion, die nennt sich Verstrickung. Und also es ist eine Arbeit von mir, die ich schon seit 2000 immer wieder mache, oft im öffentlichen Raum, zum Beispiel eben wie hier an Bushaltestellen, aber es können auch in Parks sein oder manchmal auch im Museum, also es ist verschieden. Es ist für mich eine Sichtbarmachung von Beziehungen, von Abhängigkeiten, ja vielleicht auch ein bisschen so ein Symbol dafür, wie unsere Welt zusammenhängt. Vor allem hat man natürlich eigentlich oft keinen Überblick, wie es zusammenhängt. Also wenn man diese Arbeit macht, dann verschiebt sich an verschiedenen Stellen immer wieder irgendwas und man hat nicht wirklich einen Einfluss drauf, wie das zum Beispiel ist auf der anderen Seite von der Verstrickung. Was war Ihre Gedanke, als Sie hier die verstrickte Bushaltestelle gesehen haben? An meiner Jugendzeit, als wir das Spiel gemacht haben mit den Fäden. Ich denke, das ist das komisch Neues. Spider-Man. Die Spinnen fehlen jetzt noch. Mein erster Gedanke war, hier waren wir schon vor 8 Jahren. Das war mein erster Gedanke. Und dann habe ich gedacht, das soll ja sicher Kunst sein. Nur was will diese Art von Kunst mir sagen? Wieso hat sie das gemacht? Spinnennetz. Auf was muss man achten, wenn man da am Verstricken ist? Ja, sicher, dass es aus der Kopfhöhe rauskommt, also dass man nicht bei Durchgängen einfach den Durchgang behindert. Aber sonst ist man eigentlich frei. Ja, das ist noch schön. Und dass die Fäden gut gespannt sind und man kann fortzu an den Fäden wieder anknüpfen, wo man schon mal gespannt hat. Wie finden Sie jetzt die neu gestaltete Bushaltestelle? Ja, ein bisschen verwirrend da. Im Moment haben Sie schauen, dass ich hier in den Spinnennetz nicht gefangen werde. Geil, sieht sehr cool aus. Das ist vor allem sehr aufwendig, wie sie das so fertig machen, was noch eine Spannung drauf ist und so. Also, ja, erstaunt. Ja, cool. Ja, cool. Cool. Einfach anders. Ja, einfach schön, ja. Ja, etwas Besonderes. Zuerst hatte ich nicht so den Sinn gesehen, aber ich habe mich informiert bei den Leuten, die es machen, oder was der Sinn ist von dem. Auf jeden Fall mal gut. Und sie regt zum Nachdenken an. Und das finde ich auch immer gut in einer Zeit, die aus meiner Sicht ein bisschen oberflächlich ist. Ich würde das mehr als Schwierigkeit unserer Zeit, diese Kunst betrachten. Es ist ja keine glatte, einfache Linie. Man kann ja kaum die Linien verfolgen. Ich würde sagen, es ist ein Ausdruck unserer Zeit, was hier gebaut worden ist. Aber sehr mühsam und sehr aufwendig. Und ich hoffe, dass die Bürger dieser Stadt das auch so werden und dass sie auch Freude daran haben. Die Farbe ist auch sehr gutartig. Also die Farbe kann mich sehr begeistern. Ja, ich kenne sie ja schon ein bisschen, das Platz da. Ich bin beim ersten Platz da, bin ich dabei gewesen, eigentlich, wo das aufgekommen ist. Und es ist recht ähnlich jetzt wieder mit dem Strick. Und ich finde es schön, wenn man da so ein bisschen Farbe in die Stadt hineinbringt. Wie ist das für Sie, dass freiwillige Helfer bei Ihrer Kunst mithelfen? Ja, ich finde es sehr schön, weil es im Grunde zu der Arbeit passt. Also das ist ja so eine Art, ja, weiß ich nicht, Darstellung von, wie vielleicht unsere Welt funktioniert. Und da wirken ja auch ganz viele mit. Und von daher ist es eigentlich eine Weiterführung von dem Inhalt, den die Arbeit sowieso hat. Kannst du dir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die das nicht cool finden? Natürlich, die gibt es immer. Aber es gibt auch immer Leute, die das cool werden finden. Ja, könnte ich mir schon vorstellen, aber ich finde es jetzt noch lustig. Vielleicht hätten sie nicht mehr so viel Platz zum Hocken. Also, ja, ich denke nicht, dass man das eigentlich nicht gut finden kann, weil es verwirrt einen ja gar nicht wirklich. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sich an dem stören. Aber die sollen das. Ich kann nicht verstehen, negative Reaktionen. Also entweder finde ich, interessiert man sich da, wie man aufmerksam gemacht wurde, oder es ist einem gleich, also gleichgültig, läuft man weiter.
Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass diejenigen, die sitzen möchten, die können nun nicht mehr sitzen. Das ist, ich glaube, das ist ein Faktum, was vielleicht den einen oder den anderen sagen wird, ja, wo kann ich denn jetzt ausweichen, wo kann ich mich jetzt hinsetzen? Wie lange soll es bleiben? Also sie bleiben so lange, bis der Aktionsmonat endet. Allerdings kann es gut sein, dass durch Wetter oder auch durch Zerstörung das früher endet. Aber erstmal so ist es für diesen Aktionsmonat gedacht.